Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Von Frühlingsanfang kann man irgendwie noch nicht reden, wenn man rausguckt. Es scheint doch noch sehr kalt zu sein. Die Linke hat das Ergebnis des EU-Türkei-Gipfels vom Ende der vergangenen Woche völlig zu Recht als schmutzigen Deal bezeichnet. Bei dieser Bewertung müssen wir auch bleiben, wenn wir jetzt die Resultate genauer in Betracht nehmen. Die Liste unserer Kritik ist lang. Wir kritisieren das Abkommen als staatlichen Menschenhandel, als Bruch der Europäischen Menschenrechtskonvention und auch der Genfer Flüchtlingskonvention, die Gruppenabschiebungen nicht vorsieht, als fragwürdiges Geschacher auf dem Rücken der Flüchtlinge, als quasi Verbeugung vor einem undemokratischen, autoritären Erdogan-Regime. Ich meine, wir müssen sehen, es handelt sich um ein Regime, das Journalisten mit abweichenden Meinungen ins Gefängnis wirft, das alle verfolgt, die Kritik an ihm üben und das einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung, nämlich gegen die Kurden, führt und im Übrigen neue Fluchtbewegungen auslösen wird. Und wir sagen, dieses Geschäft ist eine weitere Maßnahme, die Festung Europas auf Kosten von Menschenleben zu sichern. Die Türkei kann doch niemand heutzutage im Ernst als sicheres Herkunftsland bezeichnen. Und schon einen Tag nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung wird deutlich, dass sich am eigentlichen Problem kaum was ändert. In Griechenland strömen weiterhin Tag für Tag neue Flüchtlinge ein. Und es fällt hinten und vorne an Ressourcen und an Personal, um diese Probleme zu bewältigen. Die Schlepper suchen längst andere Routen. Unter anderem gehen mehr Flüchtlinge nach Italien. Und die Enttäuschung, dass die EU nicht in der Lage ist, zu einer solidarischen Verteilung zu kommen, bleibt bestehen. Schon jetzt geht das Geschachere schon wieder los, wer wie viele Flüchtlinge ausnimmt. Und die Freiwilligkeit ist doch sehr in Frage gestellt. Und schon wieder hetzt die CSU und Teile der CDU, dass auf Deutschland so große Lasten zukommen können. Das nimmt auch kein Ende. Also wir erleben fast jeden Tag das Schauspiel der vergangenen Wochen und Monate wieder neu. Und an den tatsächlichen Problemen wird leider nichts geändert, dass man endlich und offensiv die Bekämpfung der Fluchtursachen angeht, dass man legale Wege zur Einreise in die EU schafft und zu einer solidarischen Lösung in Europa kommt und dass man die Flüchtlinge tatsächlich schützt und sie nicht als Dauerproblem betrachtet. Diese Fragen müssen dringend angegangen werden. Dazu kommt jetzt die gewaltige Aufgabe der Integration, der wir uns stellen müssen. Und ob das, was jetzt Gabriel als zusätzliche 5 Milliarden erreicht hat, auch nur annähernd dieser Anforderung entspricht, das mag ich doch wirklich zu bezweifeln. Also da kreiste der Berg und im wahrsten Sinne des Wortes und gebar eine Maus. Also ich glaube, das wird hinten und vorne nicht reichen. Zweites Thema, wir hatten am vergangenen Wochenende eine interessante friedenspolitische Konferenz im Franz-Mehring-Gebäude und die Linke hatte die Absicht und hat es auch geleistet, sich mit den aktuellen Herausforderungen, mit der zunehmenden Gefahr von Kriegen und Bürgerkriegen zu beschäftigen und das eigene friedenspolitische Profil zu schärfen. Das war der Sinn dieser Konferenz und ich glaube, das ist uns gelungen. Über 350 Teilnehmer diskutierten gemeinsam mit Wissenschaftlern, Experten und Expertinnen und Aktiven aus der Friedensbewegung über die anstehenden friedenspolitischen Fragen, über die Umbrüche in der Weltordnung, die neue Rolle von Deutschland in der Welt und der EU in der Welt und linke Alternativen für eine neue Friedenspolitik. Und es wurde bestärkt, wir brauchen dringend einen grundlegenden Kurswechsel in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Wir brauchen eine Politik, die dem Terror wirkungsvoll entgegenwirkt und die Fluchtursachen beseitigt. Und wir werden genau diese Positionen auch in den Bundestag verstärkt einbringen.
Der Krieg gegen den Terror ist doch grandios gescheitert. Das sehen wir immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Jetzt kommen deutlich mehr Flüchtlinge aus Libyen, weil die Folgen quasi dieser Entstaatlichung, dieses Regime-Change in Libyen, jetzt auch wieder nach Europa reinkommen. Also diese Politik ist in jeder Hinsicht gescheitert. Der Krieg gegen den Terror hat den Terror nicht besiegt, sondern nur neuen Terror verursacht oder hervorgerufen. Wir sehen, dass der Krieg eine zentrale Fluchtursache ist und dass wir nicht nur mit Waffenexporten, sondern auch mit einer falschen Außen- und Sicherheitspolitik diese Kriege nicht nur nicht eindämmen, sondern die internationale Sicherheitslage eher sogar verschärfen. Wir werden weiterhin deutlich machen, dass jede Waffe tötet und jede Waffe ihren Krieg findet und wir gut damit beraten sind, mit dem Tod keine Geschäfte zu machen. Deswegen haben wir auch am Wochenende diskutiert, dass die Linke durchaus eine Kampagne starten wird, Fluchtursachen bekämpfen, Waffenexporte stoppen. Und das ist durchaus auch bei den Vertreterinnen und Vertretern der Friedensbewegung auf einen fruchtbaren Boden gestoßen. Ich glaube, wir haben geschafft, die Zusammenarbeit mit der Friedensbewegung am Wochenende auch durch eine Öffnung der Diskussion zu festigen und auch nochmal deutlich gemacht, dass sich die Friedensbewegung auf die Linke als die friedenspolitische Stimme im Deutschen Bundestag verlassen kann. Dazu gehört im Übrigen auch, dass wir die Aufrüstungspläne von Frau von der Leyen ablehnen. Also wir sehen keine Notwendigkeit, die Bundeswehr personell aufzustocken und noch mehr Geld in diese sinnlose Aufrüsterei zu stecken. Dafür wäre es aber sinnvoller, mehr Geld in den öffentlichen Sektor zu stecken. Damit sind wir bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, die heute in Potsdam begonnen haben. Es geht eben um mehr Geld für Erzieherinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Mitarbeiter sind es mehr, der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, der Kliniken sowie der Polizei oder zumindest der Bundespolizei. Insgesamt also über 2 Millionen Beschäftigte. Verdi und der Beamtenbund fordern 6% mehr Lohn. Die Arbeitgeber lehnen das ab, obwohl heute erst wieder die Botschaft reinkam, dass die Steuereinnahmen durchaus weiter nach oben gegangen sind. Offensichtlich soll davon nichts bei den Beschäftigten selbst ankommen oder nicht genug. Wir unterstützen die Forderungen der Gewerkschaften ausdrücklich, weil wir immer noch einen Lohndrift zwischen dem öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft haben, der bei über 15% liegt. Und sich inzwischen doch zeigt, welche verheerenden Folgen das hat, wenn man den öffentlichen Sektor ausbluten lässt. Und deswegen ist der umgekehrte Weg der richtige. Wir brauchen einen leistungsfähigen und gut ausgestatteten öffentlichen Dienst. Dazu gehören auch gute Löhne. Und über die Frage, dass soziale und pflegerische Arbeit bei uns schon ständig unterbezahlt wird, brauche ich ja nicht erneut zu sprechen. Das ist eine bekannte Position von uns. Letzter Punkt. Heute kam eine Studie heraus der Friedrich-Ebert-Stiftung, die deutlich gemacht hat, dass die soziale Ungleichheit nicht nur zugenommen hat, sondern auch räumlich zugenommen hat. Wir haben eine klar unterschiedliche Entwicklung, ein deutliches West-Ost-Gefälle, das im wirtschaftlichen Bereich sogar in den vergangenen Jahren noch größer geworden ist. Es wäre höchste Zeit, dass die SPD die Studie ihrer eigenen Stiftung ernst nimmt. Wir brauchen in der Tat einen wirklichen Aufbruch für soziale Gerechtigkeit. Ich würde sogar sagen, wir bräuchten einen Aufbruch für eine soziale Revolution. Weil was wir die ganze Zeit erleben, ist, dass unter der Oberfläche diese soziale Polarisierung zu einer wirklichen, eine wirkliche Erosionsgefahr in sich trägt und auch im Übrigen eine politische Erosionsgefahr. Und deswegen wird die Linke in den nächsten Monaten nicht versäumen, deutlich zu machen, dass die soziale Frage im Vordergrund der Auseinandersetzung stehen wird. Wir müssen den Menschen,
die jetzt schon jahrelang wie im Hamsterrad arbeiten und aus ihrer sozialen Misere nicht rauskommen, müssen wir wieder eine Perspektive geben. Dazu werden wir alleine nicht in der Lage sein, aber es wird weitergehen mit der Rechtsentwicklung, wenn die SPD nicht endlich begreift, dass diese soziale Frage im Vordergrund der politischen Auseinandersetzung stehen muss.